Herr Abgeordneter Stadler, im Fall Zypern gab es viele neue Überraschungen bei der Bewältigung einer Eurokrise. Die sogenannte Zwangsabgabe auf die Sparguthaben stand im Zentrum der Auseinandersetzung. Zunächst geplant für alle Sparguthaben, dann abgestuft, niedriger Prozentsatz auf Kleinsparer, hoher Prozentsatz auf die Sparguthaben über 100.000 Euro. Ist nun letztendlich diese Belastung jener Guthaben, die höher sind als 100.000 Euro, eine gerechte Lösung? Schauen Sie, der Zugriff auf die Sparguthaben, den habe ich schon vor 2 Jahren prognostiziert. Da hat mir selbst in meiner eigenen Partei haben mir die Leute nicht geglaubt. Ich habe gesagt, früher oder später werden sie auf die Sparguthaben greifen. Deswegen warne ich auch alle, die derzeit Hypothekardarlehen haben, weil sich früher oder später die Banken an den Hypothekargläubigern ebenfalls schad- und klaglos halten werden. Natürlich ist das nicht gerecht, sondern man hätte zunächst einmal die Spekulanten zum Hankus kommen lassen müssen. Wer spekuliert und sich bei Staatsobligationen verspekuliert mit einem bankrotten Staat, der soll eben draufzahlen. Das ist das Wesen der Spekulation. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum dann die Banken, die sich vorher verspekuliert haben, auf die Sparguthaben der Einleger greifen können sollen. Sondern zuerst müssen mal die Spekulanten drankommen, dann die Aktionäre drankommen, dann an all die anderen Shareholder drankommen und dann die Investoren. Und dann kann man noch darüber nachdenken, inwieweit man auch Sparer noch ab einem bestimmten Betrag, bisher sind es 100.000 Euro, mit in die Sanierung einbezieht, aber nicht in die Haftung, bitte. Eventuell in eine Sanierung, aber nicht in eine Haftung. Das alles ist verrückt. Und dann am Schluss kommt immer der Steuerzahler noch dran, der europäische Steuerzahler. Zypern zeigt, dass man wiederum mit Milliardenaufwand, selbst bei einem Kleinstaat wie Zypern, sich Zeit gekauft hat, aber strukturell an der Krise und an den Symptomen und an den Ursachen der Krise nichts verändert hat, sondern nur die Symptome bekämpft. Und das ist ein Problem, das einfach in die Zukunft verschoben wird. Der Crash wird meiner Ansicht nach dadurch nur noch größer und teurer werden. Viele Politiker meinen, es trifft ja im Endeffekt nur russische Oligarchen, die ihr Geld in Zypern angelegt oder schwarz angelegt haben. Wird man jetzt wirklich nur die russischen Steuersünder treffen? Wenn es so wäre, könnte man sich ja getrost zurücklehnen und sagen, gut, nichts ist geschehen, gut ist gegangen. Ist aber nicht so. Man schafft hier einen Präzedenzfall und von diesem Präzedenzfall ausgehend muss jeder in Zukunft wissen, dass seine Sparguthaben, wenn er sie in einer Bank im Euroraum anlegt, nicht wirklich sicher sind. Und das ist gefährlich. Damit hat man ein völlig falsches Signal an die Sparer geleistet und hat sich damit selber den eigenen Finanzmarkt kaputt gemacht. Und was ich das Hinterhältigste an der ganzen Sache finde, ist, dass man jetzt die Zypern-Krise auch noch versucht zu nutzen unter dem Aspekt Bekämpfung von Steuersündern, indem man in die Steuerhoheit der Länder eingreifen will, um so die völlige Kontrolle über die Steuerpolitik der Mitgliedsländer zu bekommen. Der wesentliche Wettbewerbsvorteil, den man als Mitgliedstaat wenn man in den Standardwettbewerb eintritt, nämlich die eigene Steuerpolitik als Wettbewerbsvorteil zu gestatten, die will man damit den Ländern aus der Hand nehmen. Und ich halte es ja wirklich geradezu für rührend, dass sich die Europäische Union und die Institutionen der Europäischen Union sich darüber Gedanken machen, welche Russen in Russland ihre Steuern nicht bezahlen und als Steuerflüchtlinge nach Zypern ihre Gelder verbracht haben. Das ist ja so, wie wenn also plötzlich die Europäische Union sich den Kopf des russischen Fiskus zerbrechen müsste. Das ist schlicht und einfach nicht wahr. Sie zerbrechen sich nicht den Kopf des russischen Fiskus, sie machen sich nicht die Sorgen der russischen Steuerbehörden, sondern sie wollen nur diese Problematik, Steuern, Steuerflucht, dazu nutzen, um die Steuerhoheit der Mitgliedsländer zu unterhöhlen und zu untergraben. Stichwort Steuerflucht. Das Bankgeheimnis von Österreich und Luxemburg ist derzeit auch in Frage gestellt. Mit welcher Begründung soll man das abschaffen? Die Begründung ist die Bekämpfung von Steuerflucht, dass das unsolidarisch sei, wenn man in Österreich mit einer bestimmten Anonymitätsgarantie Gelder anlegen kann. Also ich kann die Finanzministerin nur warnen davor, hier mitzuspielen, sondern wir sollten einen der wenigen Standortvorteile, die wir noch haben, nämlich durch ein attraktives Bankwesen, sollten wir nicht aus der Hand geben. Und wenn andere damit ein Problem haben, wenn andere deswegen auf ihre Steuerzahler nicht greifen können,
können, dann sehe ich nicht ein, wieso das unser Problem sein soll. Liechtenstein und die Schweiz macht sich ja auch nicht die Sorgen der österreichischen Steuerbehörden und der deutschen Steuerbehörden. Das ist ja geradezu absurd, dass wir uns jetzt noch die Gedanken und die Sorgen an ausländische Finanzämter machen sollen. Ich kann die Finanzministerin nur warnen davor, sie soll sich um den österreichischen Steuerzahler kümmern und sie soll den österreichischen Bankplatz attraktiv halten und sich nicht damit einen der letzten Vorteile, die wir noch haben, aus der Hand nehmen lassen. Noch einmal zurück zu Zypern. Die EU-Kommission plant jetzt infolge der Zypern-Krise eine neue Richtlinie, mit der man künftig bei allen Bankenrettungen Guthaben der Sparer belasten kann. Wie passen jetzt diese neuen Pläne zu der ursprünglichen Ankündigung vor wenigen Wochen in Zypern, dass die Belastung der Sparguthaben ein Einzelfall bleiben sollen? Ja, das ist eine der vielen Widersinnigkeiten. Die Europäische Union ist Meister im Erklären der Strategie A und der widersinnigen und widersprechenden Erklärung B, die schon am nächsten Tag zum Teil erfolgen kann. Wir haben jetzt aktuell im EU-Parlament ähnliche Dinge erlebt. Man hat im Zusammenhang mit dem ESM jetzt sogar noch einen Schatten-ESM konstruiert, der im Widerspruch zu dem steht, was vorher noch der Kommissar Barnier angekündigt hat, wie er in Zukunft die Finanzkrise lösen will. Das ist also typisch für die Europäische Union, dass man eben nicht genau weiß, was gilt, dass man auch sich nicht danach orientieren kann, was die politisch Verantwortlichen wirklich wollen. Es ist offensichtlich eher dem Zufall überlassen oder mächtigen Lobbygroups überlassen, was dann wirklich geschieht. Und wenn ich mir anschaue, was bisher im Finanzsektor geschehen ist, dann sehe ich, dass die großen Bankhäuser, die großen Spekulationshäuser, die großen Finanzhäuser das Sagen haben und nicht der europäische Steuerzahler.